Wer eine Wohnung oder ein Haus zum Beispiel kaufen will, der muss ziemlich viel über sich preisgeben. Nicht nur die finanziellen Verhältnisse, auch die Lebensumstände, die familiären Verhältnisse müssen aufgedeckt werden. Und dabei ist oft die Ansprache gerade für Lesben, Schwule und Transsexuelle nicht bei jedem Finanzberater optimal. Es geht da auch darum, ob man die richtige Geldanlage vielleicht für die Lebenssituation finden kann. Und um das zu verbessern, hat Christina Schröders eine Finanzberatung von der Community für die Community gegründet. Und mit Christina Schröders spreche ich jetzt genau darüber. Schön, dich zu sehen. Hallo Manuel. Christina, du bist mit einer Frau verheiratet, ihr habt zwei Kinder. Welche Erfahrungen hast du denn ganz persönlich gemacht und warum kam es dann zur Gründung von Adviris, deiner neuen Beratungsfirma? Ja, die Frage kriege ich ja sehr oft gestellt, ob ich selber Diskriminierung erfahren habe in irgendeiner Form und das der Ansatz war. Ich unterscheide immer so ein bisschen und sage zwischen offener Diskriminierung und ein bisschen versteckter Diskriminierung, die man erfahren hat. Und offen war es bei mir ganz klar bei dem Thema Kinderwunsch, den wir hatten, wo die gesetzliche Krankenkasse unseren Kinderwunsch nicht bezahlt hat, wo wir später in der privaten Krankenversicherung die Kinder nicht so versichern konnten, wie das bei Heteropaaren ist in dem. Und dann gibt es ja noch so versteckte Diskriminierung, genau das, was du eben angesprochen hast. Wenn man mit seiner Lebensform zur Bank geht und gleichzeitig so spürt, auch so richtig Akzeptanz ist da nicht da oder so ganz offen die Frage gestellt bekommt, wo kommen denn die Kinder her? Wo ich denke, naja, das muss ich ja jetzt hier nicht erklären, das hat mit dem Thema Finanzierung nichts zu tun. Und das war so mein Ansatz, so eine Sache von Wohlfühlen, aber auch wirklich Veränderung schaffen in diesen Themen. Jetzt bist du gerade auf vielen CSDs unterwegs, aber du hörst ja auch wahnsinnig viel so aus der Community. Was wird dir da so aus dem Alltag erzählt? Viel geht es um das Thema Wohlfühlen. Ich fühle mich nicht wohl bei meinem Finanzberater, aber es gibt auch ganz konkrete Fälle, die mir zugetragen werden. Einen Fall habe ich eben schon kurz angesprochen, wo ein lesbisches Paar sagt, wir kriegen unsere Tochter nicht in der Nachversicherungsoption in der privaten Krankenversicherung rein. Ein weiterer ist bei Transpersonen, dass es schwierig ist, die Kosten für die Transition zu übernehmen bei der privaten. Weiter geht es über so Themen wie, kriege ich überhaupt noch eine Berufsunfähigkeit als Transperson durch die Hormoneinnahme? Das sind alles Themen, die mir im Laufe der Zeit zugetragen wurden. Macht es denn auch wirklich einen Unterschied bei der Beratung, wenn es um Geldanlagen geht? Also wenn jemand deine Lebenssituation besser versteht, kann er dann auch eine vielleicht passendere Geldanlageform für dich aussuchen? Ich würde sagen, Sexualität hat ja an erster Stelle erstmal nichts mit Geld zu tun. Und auch lesbisch sein ist kein Qualitätsmerkmal für eine Beratung, sondern es geht genauso, wie du es eben schon gesagt hast, um das Thema Verständnis füreinander. Und grundsätzlich achte ich in der Beratung, in der Community halt auch darauf natürlich, A, dass ich die Lebenslage vielleicht ein bisschen besser verstehe als andere Außenstehende, dass ich wertschätzender mit der Situation umgehe und Menschen grundsätzlich nicht bewerte. Aber beim Thema Geldanlage geht es ja auch darum, möchte ich eigentlich, dass mein Geld angelegt wird bei Unternehmen, die vielleicht nicht diversity-friendly sind oder die nur die pinke Fahne schwenken, aber es innen nicht leben. Das sind so Themen, die wir betrachten. Das heißt, nicht nur so, wie wir es alle kennen, uns wird ein Baum gepflanzt für die Nachhaltigkeit, sondern achten dieses Unternehmen auch auf soziale Nachhaltigkeit. Macht das Unternehmen vielleicht was für die Community? In dem Ganzen, wir haben jetzt zum Beispiel mit einem Unternehmen angeregt, anstatt Bäume pflanzen, könnte man ja auch Spenden für Vereine, die die Community unterstützen, machen. Auch das ist ja soziale Nachhaltigkeit. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist für Menschen zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Darauf legen die Leute in der Beratung immer mehr Wert. Viele Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, die schwenken ja die Regenbogenfahne. Wie du gesagt hast, ist manchmal vielleicht auch Pinkwashing mit dabei. Müsste sich da noch mehr in den Unternehmen ändern, damit das vielleicht auch bei den Mitarbeitern wiederum ankommt und damit auch die Beratung vielleicht offener gestaltet wird? Ja, das ist genau das, was du ansprichst, Manuel. Also nur die Flagge schwenken, das hilft ja keinem. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass gerade in der Unternehmensführung dieses Thema noch viel
offener gelebt wird, offener kommuniziert wird, damit es von oben eine Einstellung verändert wird, die durch ein Unternehmen geht. Weil ich glaube, nur dann können auch Mitarbeiter ihre innere Einstellung zu diesen Themen ändern. Und ich glaube, das ist das, worum es ganz viel geht. Es bringt nichts, nur zu sagen, wir verändern was, aber die innere Einstellung bleibt die gleiche. Und weiterhin sind es natürlich auch so Kleinigkeiten in Unternehmen. Also ich bringe mal ein Beispiel. Wir haben seit vielen, vielen Jahren Unisex in der Finanzdienstleistungsbranche, aber gleichzeitig steht auf den Anträgen immer noch Mann und Frau drauf. Dafür gibt es zum Beispiel keinen realistischen Grund. Also es wäre auch mal an der Zeit, wirklich ganz offen nach außen hin was zu ändern. Wenn jetzt jemand zu dir zum Beispiel kommt, du bist ja Finanzberaterin, wie gehst du da ran und welchen Ansatz hast du dann? Ja, das spielt ja so ein bisschen auf das Thema an, was ich eben schon gesagt habe. Grundsätzlich ist ja die Tatsache, dass ich lesbisch bin, kein Qualitätsmerkmal, sondern ich berate komplett ganzheitlich und erstelle für meine Kunden ein Gutachten. Das mache ich ja auch schon viele Jahre, diese Arbeitsweise in der Firma Safive. Und die Adviris, die ich jetzt gegründet habe, ist ja wirklich im Grunde eine Zielgruppe, die ich gerne beraten möchte, weil ich mich ihr nachfühle und etwas verändern möchte. Die Beratungsart bleibt aber die gleiche, dass wir eine ganzheitliche Beratung machen, Verträge erfassen, die bereits bestehen, in die Lebensplanung und Lebenszyklusanalyse mit den Kunden gehen. Vielleicht bei der Adviris so ein kleines bisschen verändert, weil uns auch wirklich so Einzelfälle, Einzelproblemfälle herangetragen werden, die erstmal keine ganzheitliche Beratung brauchen, sondern da steht dann manchmal Problemlösungen vor der ganzheitlichen Beratung. Du sprichst ja nicht nur mit praktisch den Kunden, sondern auch mit Firmen. Hast du das Gefühl, dass dieses ganze Thema auch mehr Sichtbarkeit bekommt und dass es mehr Relevanz in den Unternehmen bekommt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber trotzdem nicht genug, sage ich mal. Aber ich habe zum Beispiel gerade recht aktuell eine Beratung in der betrieblichen Altersvorsorgung gemacht, wo tatsächlich auch vom Unternehmen gefordert wurde, dort, wo wir unser Geld anlegen, wir möchten, dass das nachhaltig ist und auch soziale Nachhaltigkeit beinhaltet. Und doch, das wird nachgefragt und es ist mehr Bewusstsein dafür da. Wobei ich sagen muss, dass ich feststelle, schon noch eher in den kleineren, jüngeren Unternehmen und gerade die größeren Gesetzten können da noch ganz gut nachziehen. Deine Firma Advirus ist ja noch ganz jung jetzt auf dem Markt. Zum einen, was bedeutet eigentlich Advirus und wo möchtest du mit der Firma dann hin? Also Advirus steht für Advisory and Iris, den Regenbogen beraten, oder man kann es sogar aus dem Lateinischen ableiten, wenn man das möchte. Das ist genau das, was ich ja möchte, den Regenbogen plus beraten in der Form. Und ich habe diese Firma wirklich gegründet, um zu sagen, ich möchte Sichtbarkeit für die Probleme schaffen. Es ist ja nicht so, dass ich die Probleme erst kenne, seitdem ich die Firma gegründet habe, sondern der Ablauf war ja andersrum. Ich habe mir schon bei Versicherungsgesellschaften den Mund fusselig geredet, wie man im Rheinland so schön sagt, das, was verändert werden muss. Und ich habe das Gefühl, ich bin mit diesen Themen immer gegen eine Wand gelaufen. Und jetzt mit der Marke möchte ich einfach sagen, doch, das Thema ist so wichtig und ihr könnt das Ganze nicht mehr verdrängen, in der Form, dass ihr da nicht weitergemacht habt. Sondern ich trage das auch nach außen durch Blogartikel, wenn sich Gesellschaften nicht bewegen, in gewissen Themen. Und damit, glaube ich, kriegt es schon bei den Gesellschaften, das merke ich jetzt schon in den ersten Wochen, wirklich, ja, ein höheres Bewusstsein. Und du bist ja auch schon in vielen Medien unterwegs. Spürst du da schon eine Resonanz? Ja, im Moment spüre ich die Resonanz tatsächlich am meisten aus der Finanzdienstleistungsbranche grundsätzlich, dass so kommt, hey, das finden wir gut, was du machst. Und was auch eine schöne Resonanz ist, ist, dass sie sagen, wir wussten das gar nicht so. Was ja die Bedeutung mit sich bringt, zu sagen, hey, es ist wichtig, Sichtbarkeit zu schaffen, weil darüber haben wir noch nie nachgedacht. Das ist ein Satz, den ich gerade aufbekomme. Und es kommen tatsächlich Versicherer in Bewegung und sagen, wir würden uns gerne dem Thema mit dir annehmen, in Form einer echten Partnerschaft, eines Austauschs über die Probleme. Ja, also mir gefällt das Bild, den Regenbogen zu beraten, sehr gut. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und mögen die Regenbogen hell erstrahlen. Danke dir. Dankeschön an Christina Schröders. Ihre Webseite ist advirus.de, falls ihr und sie sich weiter informieren wollen. Und erstmal Dankeschön für heute, alles Gute und bis zum nächsten Mal.